Bevor du das Video anschaust, nimm dir doch bitte die Zeit und abonniere unseren Kanal. Drücke danach die Glocke, damit du immer als erstes über unsere neuen Videos informiert wirst. Wie du dein Gemüse für den größten gesundheitlichen Vorteil kochen bzw. zubereiten solltest. Gemüse ist ein wichtiger Bestandteil einer gesunden, ausgewogenen Ernährung, da es unseren Körper mit notwendigen Nährstoffen versorgt. Leider kann Gemüse, je nachdem wie es zubereitet wird, gerade diese wichtigen Nährstoffe einbüßen. Es gibt drei Dinge, die darüber entscheiden, ob die Nährstoffe beim Kochen vom Gemüse verloren gehen oder nicht. Und das sind, wie lange du es kochst, bissfest ist immer besser, bei welcher Temperatur wird gekocht, wie viel Wasser wird verwendet. Am wichtigsten ist hier die Wassermenge. Verwendest du zu viel Wasser, kann das die Nährstofferhaltung enorm beeinflussen. Hier sind einige Tipps, wie du Gemüse am besten kochen solltest, um so wenig wie möglich an Nährstoffen zu verlieren. Je weniger Wasser du verwendest, umso besser, denn umso weniger Vitamine und Mineralstoffe können so zerstört werden. Also, das zu kochende Gemüse gerade mal mit Wasser bedeckt oder sogar weniger zubereiten, nicht mehr. Gebe das Gemüse erst ins Wasser, wenn dieses bereits kocht. Je weniger Zeit es im heißen Wasser verbringt, desto mehr Nährstoffe bleiben erhalten. Gieße das Wasser nach dem Kochvorgang nicht ins Spülbecken ab, sondern fange es separat auf. Dieses Wasser ist voller Nährstoffe und bietet eine ideale Basis für Suppen, Soßen oder auch eine Brühe. Das Gemüse sollte auch immer im geschlossenen Topf gegart werden, da ansonsten die Nährstoffe durch den Dampf entweichen können. Den Topf also immer mit einem Deckel abdecken. Eine bessere und gesündere Zubereitungsart ist das Dünsten oder Dämpfen. Hier werden die Nährstoffe effektiv geschont, denn hier kommt das Gemüse so gut wie gar nicht mit dem Wasser in Kontakt. Für das Dämpfen, sprich Garn im Wasserdampf, benötigst du einen Topf mit Siebeinsatz oder am besten einen richtigen Dampfgarer. Eine solche Anschaffung lohnt sich wirklich, wenn du gerne Gemüse isst und den größten gesundheitlichen Nutzen herausholen möchtest. Auch geschmacklich tut diese Zubereitungsart dem Gemüse gut. Es schmeckt alles viel intensiver. Beim Dünsten soll das Gemüse im eigenen Saft garen. Lediglich der Topfboden ist hier mit Wasser bedeckt und das darüberliegende Gemüse gart dann im geschlossenen Topf im aufsteigenden Dampf. Es sollte allerdings öfter mal umgerührt werden. Gemüse ist ein wirklich wichtiger Nährstofflieferant. Leider wird es viel zu wenig gegessen. Wenn es richtig zubereitet ist, schmeckt es aber wirklich gut und bietet dir und deinem Körper so viele gesundheitliche Vorteile. Wie bereitest du dein Gemüse zu? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen. Bitte bleibt gesund. Danke fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeige es doch mit einem Daumen nach oben und teile es mit deinen Freunden. Wir freuen uns auch über deinen Kommentar. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere unseren Kanal und drücke danach auf die Glocke, damit du immer sofort die neuesten Tipps und Rezepte erhältst.